Ey! Wollt ihr mal was ganz Geheimes wissen? Es gibt was Neues. Was ganz Neues auf unserem Kanal. Richtig cool. Damit wäre alles klar. Ab sofort, also öfter, also dann, also manchmal Hin und stellen wieder. wir hin und wieder auch sehr gutes Wort. Ab und an. Stellen wir euch Leute aus dem Vanlife vor. Nur gut, dass die ersten, die wir vorstellen, gar nicht aus dem Vanlife kommen. Aber wir stellen Leute vor, die Ihr noch nicht kennt. ihr vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht. Vielleicht noch nicht kennt. Wir wollen auch unsere Follower irgendwann mal alle vorstellen. Alle. Und es sind Jeden viele. Jeden Einzelnen. Einzelnen. Aber schaut mal und sagt uns mal, wie es euch gefällt. Kennt ihr eigentlich? Ach so, stimmt. Ich bin Dominik. Hi, ich bin Pascal. Und wir sind die Step-by-Step-Traveler. Wir haben hier einen Defender 110 TD4, Baujahr 2008 und ja, 122 PS, SE-Ausstattung, also wir haben schon quasi richtigen Luxus drin mit Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, alles mit dabei. Sitzheizung, top. Hier haben wir unseren kleinen Kühlschrank mit entspannten 65 Litern Fassungsvermögen, geht hier einiges rein. Tada. Ah ja. Tada! Hier haben wir unsere Außenküche. Da ist alles drin, was wir brauchen. Und zwar unsere Teller sind da in der Regel drin, Besteck, unsere Pfannen und Töpfe, Becher, Kaffeekanne, Kocher, alles da. Und ganz wichtig, die Musik darf auch nicht fehlen. Also die Idee zu Step-by-Step-Traveler und das, was wir hier machen, kam eigentlich 2015. Genau. Da waren wir auf Mallorca im Urlaub und haben uns gedacht, Mensch, wäre doch ganz cool, wenn wir so einen eigenen Blog hätten. Da haben wir dann auch so ein, zwei Videos gemacht. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, Mensch, jeder braucht einen Blog. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ganz genau. Und haben einfach mal die Seite so angemeldet. Wie wir genau auf den Namen gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Das war wahrscheinlich auch wie so eine Glühweinaktion auf Mallorca. Ja, eine Sangria-Aktion genau. War es dann, ja. Und ja, auf unserem Blog wird dann nächstes Jahr auch ein bisschen mehr passieren und dann zusätzlich natürlich die Videos auf YouTube. Hier im Innenraum seht ihr unsere Schränke, unsere Kleiderschränke im oberen Teil gut gefüllt. Hier unten noch Schränke, sehr tiefe Schränke für Klamotten, Unterwäsche und so einen ganzen Kram, alles was man braucht und nicht sehen muss. Hier unten noch ein kleiner Vorratsschrank, der sowohl hier als auch hier begreifbar ist. Hier in unseren Schränken, damit es ein bisschen aufgeräumt ist, haben wir unsere Klamotten noch in so Packsäcke getan, damit das einfacher rauszuholen ist und auch ein bisschen ordentlicher in den Schränken drin ist. Die Schreibtische sind nicht nur zum Arbeiten da, sondern man kann die Platte auch rausnehmen und hier unten auf unsere Schienen legen und dann haben wir hier noch ein zusätzliches Bett. Wow!
was noch zu tun ist bei uns im Auto, wir müssen den Dachhimmel noch ein bisschen verkleiden und unsere Elektrik noch mal neu verkabeln, sodass wir unter anderem Innenraumbeleuchtung haben, Steckdosen zum Arbeiten, um Sachen aufzuladen. Ja, und generell einfach ein bisschen autarker zu sein und nicht auf Strom von anderen angewiesen zu sein. Erzähl doch mal von dem Plan. Unser Plan für nächstes Jahr sieht folgendermaßen aus. Wir werden ein Jahr lang mit unserem Sazu durch Europa fahren. Angefangen in Skandinavien bzw. Nordeuropa. Und je wärmer es wird, desto weiter kämpfen wir uns nach Süden durch. Zum Zelt aufbauen insgesamt ungefähr so 5 bis 10 Minuten. Dann ist es aber komplett fertig. Warum machen 27 und 32-jährige Leute so einen wilden, verrückten Scheiß? Ein Grund ist wahrscheinlich auch, weil wir gerne reisen, viel reisen, uns der normale Urlaub aber einfach nicht gereicht hat. Also klar, ich fahre 2 Wochen irgendwo hin oder wir sind schon mal 3 Wochen mit dem Auto durch Irland gefahren. Erzähl doch die kurze Version. Die kurze Version, ja. Urlaub ist zu kurz. Das ist so eine Standard-Scheiß-Antwort, ne? Ja, ist es. Okay, also ganz ehrlich, wir hatten einfach keinen Bock mehr für irgendwen anders zu arbeiten. Und haben uns gedacht, wir machen uns selbstständig und Europa ist geil. Herzlich willkommen in unserem Zuhause. Damit es auch im Winter in Norwegen, Schweden, Finnland generell im Winter nicht kalt wird, legen wir noch den Standheizungsschlauch unten aus dem Defender oben ins Dachzelt. Das war's. Ciao. Ciao. Ich bin gestolpert, ey. Hätte ich nicht so viel Alkohol trinken Dominik. Du sollst da oben stehen bleiben. Ach, soll da oben stehen bleiben? Wir haben nur einen Take. Los jetzt! Sitzheizung. Top. Topflappen. Top. Top. Das kannst du Gott sei Dank nicht auf mich schieben, seit hast du zugemacht. Du hast es nicht ordentlich da reingepackt. Ich kann es doch auf dich schieben. Ernsthaft jetzt? Mit entspannten 40 Liter... 65 Liter? Mit entspannten 65 Litern Fassungsvermögen. Wow! Wie alt? Christian, das fragt meine Frau nicht. Jetzt muss ich aufnehmen, weitermachen. Warte. Ja, so ist gut.
du brauchst nicht zu mir, ne? Du kannst ruhig gerade runter. Du musst mich nicht damit treffen.